Senior-Chef von damals bei uns im Betrieb, der war, der fand das gut, weil er sagte immer, Peter, wenn du zu Hause schraubst, hast ein Problem, musst du dir selbst helfen. Da kannst du keinen fragen, so lernst du. Der Junior-Chef damals sagte, wenn du schraubst, gehst du. So, das war dann immer so ein Hin und Her und dann war es halt so, wir hatten damals direkt neben der Arbeit, wo ich gearbeitet habe, war ein großer Teilerlieferant, wo ich meine Ersatzteile immer bestellt habe. Das hatte ich meistens nachts per Fax gemacht oder abends oder per E-Mail und habe die dann am nächsten Tag in der Mittagspause abgeholt oder nach Feierabend. Und dann lag da immer so ein riesengroßer Berg Ersatzteile, wo halt Peter Doff drauf stand. Und es durften die anderen Mitarbeiter, sollten das halt nicht wissen, dass ich so viel nebenbei noch mache. Und da kam halt irgendwann dieses KAM, Kraftfahrzeuganhänger-Motorradreparatur. Und da stand halt immer auf diesem Riesenberg nicht mehr Peter Doff, sondern einfach KAM. Damit konnte keiner was bei uns auf der Arbeit anfangen. Und das ist aber dann geblieben. Ein Kumpel hat uns dann irgendwann mal so nebenbei ein Logo entworfen dazu, diesem KAM, was wir ja heute immer noch haben. Dann habe ich aber dann Meister gemacht in 2006. Und parallel, oder kurz vorher hatte ich 2005, hatte ich dann mein erstes Nebengewerbe schon angemeldet, weil ich halt einfach die ganzen Meister, die Finanzierung, das habe ich dann einfach damit gemacht, dass ich abends geschraubt habe und tagsüber in der Schule war. So, geht nicht, gibt's nicht, das war von schon immer. Also wenn irgendwo was nicht geht oder gerade was immer ein Ansporn ist, was andere Werkstätten nicht können, wir bleiben da dran, wir kriegen es hin. Und deshalb kam halt damals dieser Logo und dieser Slogan noch dazu, geht nicht, gibt's nicht. Und das leben wir auch. Also das machen wir. Unfallschäden sind, machen meistens richtig Spaß, weil Unfallschäden ist halt definitiv immer anders. Also es gibt nicht zwei gleiche Unfallschäden. Das macht uns auch richtig Spaß immer, die zu reparieren, fertig zu machen und dann nachher zu sehen, dass wirklich alle Spaltmaße so sind, dass am besten der Kunde nichts mehr sieht, dass der einen Unfall hatte. Das ist, wenn wir das schaffen, was wir auch eigentlich immer anstreben, dann das macht Spaß. Problem ist halt, wir haben auch von der Erinnerung sind wir angehalten worden, dass wir keine angelieferten Ersatzteile einbauen. Punkt 1, wir können nicht sagen, sind es Originalteile, sind es Plakiade, was ja auch mittlerweile im Internet ein Riesenproblem ist. Und dementsprechend nehmen wir da komplett Abstand von, aber die Kunden können gerne zu uns kommen. Die bekommen bei uns meistens auch die Teile nicht wirklich viel teurer wie im Internet. Und bei uns können sie sich sicher sein, dass wir sie direkt vom Großhandel bekommen, dass alles original Erstausrüster Ersatzteile sind. Reifeneinlagerungen haben wir jetzt auch ganz groß neu. Wir haben jetzt nochmal zwei spezielle Container besorgt, dass wir nochmal 100 Sets zusätzlich einlagern können, weil unsere Reifenlager mittlerweile schon alle ziemlich voll waren. Also wir haben festgestellt, also die allerbeste Werbung, die wir haben, ist wirklich Mund zu Mund, die bei uns sehr gut funktioniert. Also wir haben einen sehr großen Kundenzulauf, wir versuchen aber auch extrem darauf zu achten, dass wir den Kundenstamm, den wir haben, auch weiterhin zufriedenstellen, dass wir den auch weiter betreuen. Und wir haben, auch wenn man bei uns in die History guckt, sehr viele Bestandskunden, die schon seit dem ersten Tag bei uns sind. Und haben aber nicht nur hier aus dem Dorf oder aus den Unfalldörfern, wir haben extrem viele Kundschaft aus Marburg und Umgebung, noch von früher, weil die mich halt noch von Marburg, von der Firma kennen. Und haben mittlerweile auch sehr viele Kunden, dadurch, dass wir manche Sachen sehr speziell sind, wie zum Beispiel Standheizung nachrüsten in Fahrzeuge, wo es eigentlich keine für gibt. Das ist noch so ein Steckenpferd, was wir mittlerweile richtig gut beherrschen. Und dadurch haben wir auch schon Kunden gewonnen von extrem weit weg. Unser weitester Kunde, den wir haben, der ist aus der Schweiz. Zum Motorradfahren, das war halt schon immer so parallel zum Schrauben immer Hobby, schnelle Mofas fahren, also getuned. Dann damals ja so 125er. Fuhren meistens auch schneller wie damals 80, was erlaubt war. Und dann kam halt klar mit 18 der Motorradführerschein, dann hat man das erste Rennmotorrad gehabt, aber noch für die Straße. Das zog sich dann weiter über die Zeit und irgendwann hat man halt gemerkt, man ist einfach zu schnell für die Straße. Und dann bin ich auf die Rennstrecke gekommen. Hat mich damals ein Freund mitgenommen von einem Arbeitskollege und das hat mich dann infiziert und dann regelmäßig Trainings gefahren.
Und das war 2008 das erste Mal, dann 2009 das erste Mal bei einer deutschen Meisterschaft mitgefahren als Gastfahrer. Und 2010 habe ich mich dann richtig eingeschrieben. Und dann haben wir damals 2010 die deutsche Langstreckenmeisterschaft. Das war damals der Condi Endurance Langstreckencup. Den haben wir dann auch gewonnen gehabt. Das war auch das erste Mal, dass mit einer 750er Rennmaschine dieser Langstreckencup gewonnen wurde. Das war sonst immer nur mit den Tausendern. Also er fährt jetzt Motocross. Das hat sich jetzt noch mal geändert. Also die Straßenmaschine, die ist im Winterschlaf. Die ist zwar noch da, aber wie gesagt, im Winterschlaf, und jetzt ist er Motocross momentan. Elektrofachkraft sind wir mittlerweile, also den habe ich jetzt gemacht, dass ich meine Arbeit auch unterweisen darf in der Elektromobilität, weil das jetzt das nächste Thema ist, was gerade kommt, so langsam auch in die freie Werkstatt. Also wir haben einmal Windschutzscheibenreparatur, ganz normal Steinschlagreparatur, Windschutzscheibentausch haben wir mit drin, dann haben wir den kompletten Klimaservice mit Reparatur auch von Klimaanlagen, Diagnose für wenn eine Klimaanlage nicht richtig arbeitet oder zu viel Geräusche macht. Wir haben so ein ganz tolles Team von Mitarbeitern, und das macht halt wirklich auch Spaß, mit denen zu arbeiten. Und wenn wir dann ein Problemauto haben, jetzt vor längerer Zeit hatten wir zum Beispiel mal eins, das wurde nicht fertig und der Kunde brauchte das aber am nächsten Tag, um in den Urlaub zu fahren. Und da haben sich unsere Mitarbeiter wirklich bereit erklärt, bis spätabends mit uns das Auto zu reparieren, und sind alle noch geblieben, und dann haben wir noch Pizza geholt und saßen dann noch gemütlich zusammen, bis das Auto dann endlich lief. Waren wir dann alle glücklich und satt. Ja. Das war schön. Also das ist halt einfach auch schön, mit so einem tollen Team zusammenzuarbeiten, ne? Einfach, wo man sich aufeinander verlassen kann, wo jetzt nicht Punkt 18 Uhr der Hammer fällt, sondern wenn einfach noch Arbeit da ist, die dann auch einfach mal länger bleiben und uns auch so unterstützen. Und ich denke, ohne so gute Mitarbeiter würde das natürlich auch nicht funktionieren.